Ist es soweit, ja? Jessica Kastrup, darf ich sagen, Sie sind ein Pirmasenser Kind? Ja, selbstverständlich. Ich bin hier aufgewachsen, ich komme von der Ruhrbank, bin hier zur Schule gegangen, Hugo-Ball-Gymnasium. Und jetzt bin ich zwar schon seit 15 Jahren in München, aber ich habe mich sehr gefreut, mal wieder nach Hause zu kommen. Vor allen Dingen, wir haben ja nicht so oft Live-Übertragungen aus Pirmasens. Also das ist natürlich jetzt ein echter Glücksfall gewesen für mich. War das schön, mal wieder in Pirmasens zu sein? Ach, ich bin eigentlich relativ oft hier. Ich besuche meine Eltern, wann immer ich kann und wann immer ich mal beim FCK eingeteilt bin oder irgendwo, also selbst von Stuttgart oder so, wenn ich da mal arbeite. Ich komme eigentlich noch relativ oft nach Hause und insofern. Aber es ist natürlich einfach mal schön, dass hier der FKP spielt. Man hat ja auch wirklich in Pirmasens was zu tun und es war eine tolle Erfahrung. Schade natürlich, dass die Sensation nicht wahr wurde, beziehungsweise dass sie die Sensation halt nicht geschafft haben, die Firma. Dass es eine Klatsche gab. Ja, gut, ich meine, der Sebastian Reich hat vorhin so nett zu mir gesagt, also wenn wir jetzt mal nur die erste Halbzeit nehmen und mein Tor, dann sieht es ja alles gar nicht so schlecht aus. Ich habe auch gesagt, man sollte dieses Spiel nach der Halbzeit einfach abschneiden, dann wäre es 0-1 ausgegangen. Sie haben eine ganz bekannte Mutter hier in Pirmasens. Sie war, glaube ich, Beigeordnete bei der Stadt Pirmasens, Jutta Kastrup-Pretor, deren Tochter sind Sie, und haben eine Wahnsinnskarriere gemacht eigentlich. Sie haben es vorhin gesagt, Hugo Ball Gymnasium, das neusprachliche Gymnasium, bis in den siebten Himmel, kann man sagen, Sky hier und eine Live-Moderation hier eben bis 19 Uhr, eine Riesenkarriere. Ach, weiß ich gar nicht, also ich meine, ich habe bei der Rheinpfalz angefangen und habe da so den Fußball nicht nur für mich entdeckt, also Fußballfan war ich schon immer, aber ich habe auch so den Sportjournalismus für mich entdeckt so, und das lief immer so weiter und dann bin ich zum Studium gegangen und habe immer weiter geschrieben für die Rheinpfalz, dann kamen andere Zeitungen dazu, dann war ich bei der Bild-Zeitung und so hat sich das immer weiter so ergeben und dann irgendwann kam ein Casting und dann haben sie mich gefragt, willst du da mitmachen? Ich habe gesagt, keine Ahnung, ich habe noch nie vor einer Kamera gestanden, aber mein Gott, ja, probieren kann man es ja, ich hatte ja nichts zu verlieren. Und dann kam Premiere, das habe ich dann, und jetzt, wir sind ja Sky geworden dann letztes Jahr. Und insofern war das für mich ja immer nur ein Schritt nach dem nächsten. Aber man kann schon sagen, also harte Arbeit ist es schon. Ja, also wie sagte Ralf Möller, den hatte ich letztens in meiner Sendung so nett, zum Erfolg gibt es keinen Lift, man muss immer die Treppe nehmen. Und die Treppe haben Sie erklommen. Es ging also sukzessive immer vorwärts. Es gab keinen Mentor, keinen Schlüssel, der Sie da nach oben gebracht hat. Ach, ich würde schon sagen, also zum einen natürlich habe ich ein bisschen Ehrgeiz geerbt von meiner Mutter und auch ein bisschen von meinem Vater. Und zum anderen ist es natürlich so, dass ich immer gute Mentoren hatte. Das ging los bei Peter Thiessen hier von der Rheinpfalz, dann ging das weiter über meinen damaligen Chef bei der Bild-Zeitung und genauso war es auch mit dem ersten Chef dann bei Sky, und das muss man auch haben. Also du brauchst schon immer Leute, die dich gerade auch als Frau in diesem Beruf unterstützen, die auch an dich glauben. Also das muss schon sein, aber natürlich muss man auch was dafür tun, das ist klar. Es haben ja viele Pirmasenser schon Erfolg gehabt in der Medienszene. Thomas Bramel, sage ich jetzt mal als Beispiel, beim Saarländischen Rundfunk, der immer bei der Tour de France dabei ist und davon berichtet. Ich muss Sie jetzt mal was ganz Intimes fragen, das man Frauen normalerweise nicht fragt. Dort oben war einer, der die Webseite vom FK Pirmasens war. Der hat gesagt, wie alt ist denn das hübsche Mädchen da unten? Kein Kommentar. Also ich finde, jedes Mal, wenn ich 30 werde, freue ich mich. Nein, 36 bin ich. 36. Vielen Dank, Jessica, für dieses Interview. Vielen herzlichen Dank. Okay. Dankeschön, alles gut. Ja. Das letzte Mal, als Sie hier waren, war beim Spiel von Zweibrücken gegen Köln. Ja, das ist ja also hier im Sportpark. Hier im ja, genau. Ist noch was der wesentliche Unterschied von damals zu dem Spiel zu heute ist? Also ich weiß, dass mir damals ein Ball an den Kopf geflogen ist und das ist mir heute Gott sei Dank nicht passiert. Das war nämlich eine Szene, die auch übrigens in sämtlichen Jahresrückblicken bei uns zu sehen war. Ja. Take-offs. Aber mir ist das schon mal passiert bei Wacker Burghausen und da war ich danach im Krankenhaus. Also insofern, das war dieses Mal, war es echt nicht so schlimm. Das letzte Mal also bei Niederauerbach. Aber da hat ja nicht der FKP gespielt, sondern Niederauerbach. Und Christoph Daum war noch Trainer des ersten FC Köln. So ändern sich die Zeiten. Aber wir kommen immer wieder gerne her, oder? Natürlich. Und dann wünsche ich, dass der Ball vom FKP im Tor landet und nicht an deinem Kopf. Dankeschön. Jo, danke. Danke.